Hallo, hallo, hier ist der Basti Fantasti. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute beim Basti Fantasti. Wow. Backkurs. Letztes Jahr haben wir ja zusammen ein Hexenhaus gebaut. Eine Klare haben wir ein Hexenhaus gebaut. Wir bolzen da raus, aber müssen wir mal weglegen. Denn vielleicht ruft dann gleich noch hier Radiosender an. Dann muss ich noch meinen Wunsch durchgeben. Dann hast du geklappt oder was? Egal, legen wir mal rum. Müssen wir mal hier herlegen. Ich muss das mal laut machen, dass man es hört, wenn es klingeln sollte hier beim Basti Fantasti. Und ich habe mir überlegt, der Basti Fantasti ist wieder sehr sensationell. Wir backen eine wunderschöne, also was ist backen, wir verzieren die wunderschönen Lebkuchenmenschen. Jetzt hab ich was vergessen. Wartet kurz, kann ich ja mal auf diese Lebkuchenmenschen zoomen. Ich brauche ja noch eine Schere, weil eine Schere brauchen wir ja für die Tuben aufschneiden. Genau, so. Da bin ich wieder palim palim, da ist er. Der Basti Fantasti, da wär ich doch bekloppt oder was, egal. Wie gesagt, wir machen heute wunderschöne Lebkuchenmenschen. Dieses Set ist aus wunderschönen Aldi Nord und ist ein Lebkuchenmenschen, feines Gebäck zum selber verzieren. Du glaubst, Basti Fantasti ist total kreativ und wir verzieren lustige kleine Lebkuchenfiguren. Da wärst du bekloppt oder was? Goldi, oh Gott, Goldi ist ja auch dabei, da ist er. Bui, 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 bui. Egal, so meine Freunde. Und an den Kameramann, an den Klaus Dieter, danke ich euch schon mal, dass er das Ganze heute für euch hier digital auf dem High-Definition-TV-Gerät für euch festhält. So, wie viel Zeit haben wir schon? Jetzt. Schon über eine Minute. Sehr gut. Wir müssen ja gucken. Wie gesagt, wir verzieren lustige Lebkuchenmenschen. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Müssen wir mal lesen. Wir sollen aber, ja, Schokolade, Kekse mit 90% Schokolade und Dekorierset. Weiße Zuckerschrift und bunte Schokoladentrachee. Das ist ja cool. Guck mal einfach mal rein, Kameramann, herkommen. Dann mal hier öffnen. Super. Filmst du auch auf das Ding? Okay. Echt jetzt? Okay. Was ist denn das? Das ist ja niedlich. Oh, die sind ja, guck mal. Die kleinen. Bui, 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 bui. Niedlichen Figuren. Dann haben wir hier weißes, weißes Zeug und natürlich Trachees. Sieht man das? Ja, man sieht das. So, jetzt muss ich erstmal die Trachees aufmachen. Dafür hat der Basti das hier eine Schere. Ja. Egal. Lustige Trachees. Oh Gott, sind die runtergefallen hier. Egal, ist ja alles digital High Definition, hygienisch frisch. Und jetzt ist der andere weg. So. Was ist jetzt? Was mach hier bitte? Was lacht? Was ist denn mit meinem Kameramann los? Ich werde bekloppt. So, die müssen wir noch sortieren. Wir wissen ja ein bisschen Ordnung. Hygiene wird ja beim Basti Fantasti groß geschrieben. Und deswegen gebe ich dann einen aus für meinen Kameraklaus. Freimtisch, gebe ich einen aus für meinen Kameraklaus. So. Meine Freunde. So, wir basteln lustige Figuren. Jetzt setzen wir uns einfach mal her. Jetzt öffnen wir hier diese ganze digitale. Ist das im Bild ordentlich, Herr Kameramann? Okay. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier gucken. Jetzt dürfen wir ja nicht mitessen. Oh Gott, meine Schere stumpf. Ach, oh Gott. Hier ist es. Hier ist das Nippel. So. Wir dekorieren dieses lustige Gläuschen aus dem Mäuschen. Sieht es lustig aus? Sehr schön. Da wird dekoriert. Da haben wir ja erstmal, hier sind ja schon Vorgaben. Guck mal, hier habe ich das jetzt hoffentlich richtig gemacht. Sieht schon merkwürdig aus, oder? Oh Gott. Was ist mit denen los? Ja, Brille Vielmann, würde ich sagen. Nein, so. Und dann machen wir hier. Nehmen wir mal erstmal das hier. So. Ich weiß nicht, warum mein Kameramann klacht. Das ist eine wunderbare Sache, die wir frisch hergestellt haben. Und so. Jetzt kommt hier noch so ein kleiner Knipp. Knapp. Und knüpp. So, sieht doch schön aus, oder was sagst du? Sieht doch schön, das ist Kreativität, Kreativset mit dem Basti Fantasti. Da wäre ich doch bekloppt, oder was? So, lustige kleine Figürchen, die wir hier herstellen. Ja, super, das ist super. Und jetzt, ui, 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 ui. Ich könnte glatt auf dem Weihnachtsmarkt anfangen. Das jetzt hängt mir das Mikrofon noch im Gesicht. Schlimm, Herr Kameramann, die müssen noch ein bisschen üben hier. So, jetzt noch ein Bart.
der Klübsch irgendwas? Was wollen wir machen? So. 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 So, super. Was ist denn das? Ein Gizmo. Ein kleiner Gizmo. Niedlich. Der kleine Gizmo. So. Wie gesagt, die legen wir uns erstmal zur Seite. Wir werden die alle basteln, aber einige werden wir basteln. Guck mal, das sind unterschiedliche. Das sind bestimmt Männer und Frauen hier. So, jetzt machen wir den nächsten noch. So, eins, zwei, drei. Das sieht schön aus. Vier, fünf, sechs. Was ist denn los, Herr Kameramann? Ich mach's doch gar nicht verkehrt. Sieben. 8, 9, 10, 11. So, wunderschön. Da kriegt jetzt mal wunderschöne Knöppel aufgeknöppelt. Ja. Und jetzt, das war auch der Hocker, der verrutscht ist. Und so. Und so. Wunderbar. So sind die Figuren jetzt fertig. Die anderen erstellen wir selber. Und jetzt machen wir den ultimativen Basti-Fantasti-Test, ob diese Figuren auch lecker schmecken, wie beim Bäcker, liebe Leute. Dann beißen wir uns mal ab. Soll ich abbeißen? Okay. Ja. Ja. Ja, ein bisschen zimtig, ein bisschen lecker. Lecker. Und das noch nach Weihnachten. Da war ich gesagt, oder was? Olli, ich probiere. Egal. Aber ich muss sagen, war lecker, liebe Freunde. Wie gesagt, heute mal ein schnelles Video mit dem Backset, man spricht nicht mit vollem Mund, ich weiß, aber ein lustiges Video mit dem Backset aus dem Aldi. So, und damit möchte ich mich jetzt schon verabschieden. Ich wünsche euch jetzt schon mal, wenn ihr das Video seht, vorm neuen Jahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr es nach dem neuen Jahr seht, wünsche ich euch natürlich auch ein gesundes neues Jahr. Viel Gesundheit, Liebe, Sex und Zärtlichkeiten. Bitte seid brav, nicht, dass es so mal aussieht. Zucker. Zucker. Aber egal. Ich danke euch fürs Video zugucken. Fürs Video zugucken ist umgeklappt. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach unten geben. Ich kann damit umgehen. Und dann würde ich jetzt sagen, meine Freunde, Dankeschön fürs Anschauen. Wie gesagt, gesundes neues Jahr, guten Rutsch und ja. Bui, 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 verabschiede ich. Bui, 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 bui. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti Fantasti. Ja, da wäre ich. Komm mal her, Kameramann. Bekloppt oder was?